Ach, ist das nicht schön? Jetzt habe ich mich schon wieder im Garten eingefunden. Und das Schöne an der ganzen Geschichte, es gibt jede Menge zu zeigen, es ist jede Menge passiert. Tatsächlich auch im Privaten. Ich glaube gar nicht, was bei mir los ist. Da denkt man, man kriegt irgendwann mal Ruhe. Pustekuchen, dann kommt nochmal ein Nachtschlag und nochmal und nochmal. Ja, ich habe mich soweit akklimatisiert. Ich muss noch die Gartentür zumachen, dass ich es schaffe, nun ein Video zu drehen. Ja, hier ist der Garten hinter mir, könnt ihr schon mal vorschnüffeln. Und ich frage mich, wo wir anfangen könnten. Die Ecke kennen wir ja vom letzten Mal, aber die ist am Wachsen, die Natur, die ist am Sprießen. Ich bin auch schon jetzt überrascht von der Vielfalt, die herrscht. Ich möchte mir heute auch ein bisschen mehr Zeit mit euch lassen und das nochmal ein bisschen ausdehnen, was wir letztes Mal hatten. Es bleibt chaotisch, es bleibt eine wilde Reise. Euch erwartet einiges hier. Das kann ich euch versprechen. Jede Menge Pflanzen im Boden gekommen. Beetemäßig hat sich einiges verändert. Gerade Kiehohlbeet und so weiter. Eisheiligenzeit ist ja vorbei. Und wir können da ja soweit glücklich sein und dankbar für jeden schönen Tag, den wir genießen dürfen. Und gerade so in der Gartenwelt, ich tingle schon mal los, ist das ja mit wärmeren Temperaturen verbunden. Ich glaube, das tut uns allen ganz gut gerade. Sirenen im Hintergrund, lässt sich nicht vermeiden, gehört zum Leben dazu. Ich bin ja sowieso im Schrebergartenverein. Der ein oder andere Rasenmäher wird mal laufen, der ein oder andere wird mal hämmern und irgendwas bauen. Daher gehört hier bei mir dazu. Hier vorne Apfelbaum. Und ist das nicht eine Pracht? Also überall Blüten dran. Ich habe Hoffnung, dass es dieses Jahr nochmal wird. Ich habe rein gar nichts gemacht, auch senkrecht Triebe gelassen. Ich lasse ihn mal einfach in Ruhe. Hab mir gedacht, vielleicht mache ich das mal im Spätsommer. Ich meine, da gibt es so eine Phase. Hier wächst eine wunderschöne gelbe Blume. Die ist auch überall vertreten im Garten. Ich muss sagen, ist das die Butterblume? Ich bin mir nicht so sicher. Da ist mir der Name entfallen. Ja, die Lemon Queen wächst. Genauso wie die Gräser hier. Das ist so ein Plätzchen, braucht natürlich Liebe, offensichtlich. Geht aber ratzfatz bei den Energien, die ich dieses Jahr hier versprühe. 0,0 Arbeit gehabt. Alles, was ich gemacht habe, hat sich gut angefühlt. Keine Mühe oder so. Von der Kraft her klar. Und ich kann euch das einfach mal zeigen. Hier vorne die Bananenpflanze mit 4 Trieben. Wunderbar. Hier haben wir 4 Stück. Knister, Knaster. Oh, ist das nicht schön. Oh, ich mag das immer, wenn das auch in meinen Videos auftaucht. Aber meistens überraschenderweise zu Hause, darf ich das bemerken. Aber hier weiß es jetzt, ne? Knusper, Knusper. Also hier ist ordentlich Leben drin. Hier läuft alles nach dem Prinzip Leben bringt Leben. Also es sind alles Nährstoffe. Das ist super fürs Beet. Alles, was da drunter so an Erde ist. Ha, da ist noch Moos drunter. Und das verkompostiert sich mit der Zeit. Natürlich, die Grundstruktur ist natürlich die Erde, die natürlich nicht so viel hat. Und das dauert seine Zeit. Ich wünsche euch da auch ganz viel Geduld mit dem, was ihr da so vorhabt. Und Geduld euch auch mit euch selber, da nicht zu viel zu erwarten, sondern einfach zu machen. Ja, das ist so mein Rezept. Also wir haben hier vorne 4 schöne Pflänzchen da und sie treiben aus. Eine Pflanze habe ich versprochen, aber ich bin am Überlegen, wie ich das so mache. Seitliche Triebe, das ist so das, was ich bisher entfernt habe und vermehrt habe. Aber die hier, die sind halt eben schon älter. Deswegen Richtung Herbst oder so sollte sich da was zeigen, mit Glück, vielleicht auch vorher. Und dann werde ich über dem Wege das dann weiter vermehren. Ich freue mich da. Das ist eine Bananenpflanze, die ist aus dem Himalaya. Also die kann was ab. Auch Spätherbst und so. Und ich muss sagen, ganz leicht abgedeckt mit so einem Tontopf und hat wieder überwintert. Man muss nicht so ein Tamtam machen, einen riesen Aufwand da Kasten bauen und was weiß ich. Man kann der Natur vertrauen, dass die das auch selber hinkriegt. Und so ein bisschen Schutz, übrigens auch mit Laub bedeckt und so, ne? Und dann. Ja, das darf ich nicht vergessen. Und als die Töpfe drüber waren, nachher ging das Laub auch weg. Und da war ich schon ein bisschen, oh, geht das? Weil da kam die kalte Luft ran. Also auch, waren da auch Minustemperaturen, da bin ich mir nicht so sicher. Aber nah am Gefrierpunkt auf jeden Fall. Und dann hat das trotzdem überlebt. Ja, wunderbar. Sieht das nicht schon schön aus hier? Ja. Hier vorne, Liebstöckel, schon riesig geworden. Insektentränke, nach wie vor zu empfehlen. Packt euch den Garten, die Insekten freuen sich. Oder auch Vogeltränken, da muss ich noch dran arbeiten. Hier haben wir den Rhabarber, der sieht auch super aus. Oh, da hat jemand Spaß mit seinem Moped. der sieht gut aus. Ich habe ganz gute Energien
Und ich glaube, ich nehme heute schon mal was mit. Ja, ich möchte mir ein bisschen was einmachen, auch ja, in weiser Voraussicht zu Herbst und Winter. Weil letzter Herbst und Winter hat's, oder zum letzten Herbst und Winter hat es nicht geklappt. Und das war echt eine sehr harte Zeit, bis heute noch. Und so Step by Step rauswühlen. Ja, und was besser machen. Ja, ihr könnt schon ein bisschen was erkennen. Ja, ich kann es wohl gerade nicht ganz vermeiden. Es wurde gerade richtig schlimm, deswegen habe ich abgebrochen. Jetzt stehe ich hier. Immer noch bei der Banane bin ich weitergekommen. Aber ein bisschen näher da, wo ich hin wollte. Und fangen wir doch einfach an. Ich versuche mir die besten ruhigen Momente rauszusuchen und dann zusammenzuschneiden, sollte das so weitergehen. Und hier vorne ein schöner Blick. Einmal im Garten und auf ein paar Beete. Ich habe gesagt, gibt ein paar Leckerlis. Und bevor wir zum Kihu-Beet kommen, was ihr so ein bisschen natürlich im Hintergrund schon angucken könnt, hier das Auge und blühwiesenmäßig, da war ein Knoten in der Zunge drin, hier Blühwiese, ja, Akelei schon draußen, ist sie nicht wunderschön. Einer der ersten, ich habe es auch ganz bewusst so getimed. Und alle anderen Pflänzchen wachsen auch, wie Nachtkerzen, wilde Karde, da die Stockrose, da haben wir noch am Rand ein bisschen von dem Beinwell, jetzt komme ich gerade durcheinander. Beinwell, ja genau. Und hier, auch gerade Besuch von der Biene, wie ich sehe, schon versteckt sich hier noch einiges an Insekten, der blühende Rosenkohl und macht sogar was her. Ja, also ich habe noch nicht gegossen. Ihr könnt sehen, was im Grunde genommen mal die Grundstruktur ist und nach hier auch noch in den Beeten zu finden ist. Aber ich gebe mein Bestes, dass sich das von der Erde mehr Richtung Humus verändert. Ich würde ganz gerne mit Aktivkohle arbeiten, das ist mir leider verwehrt in dem Rahmen, den ich habe. Ich arbeite aber dran, dass ich auf anderen Wegen dazu komme. Und wenn ich das dann habe, dann sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Ja, aber ich war hier noch gar nicht fertig. Ich kann ja mal so ein bisschen den Schatten umgehen und dann könnt ihr auch von hier ein bisschen besser gucken. Also guck mal die Zwiebeln an. Hier habe ich Beikraut rausgeholt, was hier nicht reingehört, dann nachher für die Geschichte, die ich vorhab. Hier vorne eine Paprika, wunderbar. Da eine der Kohlarten habe ich überall verteilt. Rosenkohl, Rotkohl, Blumenkohl, Brokkoli, was weiß ich. Müssen wir mal gucken, was durchkommt. Hier habe ich jetzt mittlerweile auch frei gemacht. War viel leichter als gedacht. Ne, hier noch eine Stockrose. Und ich habe auch jede Menge Sachen ausgesät. Das möchte ich euch dann gleich zeigen. Ja, das ist nicht schon schön. Aber ich kann auch mal zeigen, was ich noch nicht gemacht habe. Die Blühwiese hier. Der Boden ist so bockenhart. Da habe ich mich ein bisschen vorgedrückt. Ne? Und das soll sich ja nicht nach Arbeit anfühlen. Daher, Arbeit bleibt vorm Gartenzaun. Das hier ist alles Vergnügen und tut gut. Entweder mal meditativ, falls es mir mal schlecht geht. Oder halt, ja, ach, auch wenn es mir gut geht, meditativ, tut sich hier einiges. Hier vorne habe ich ja schon gezeigt und erzählt. Da kommen wahrscheinlich nachher auch Kohlpflanzen rein. Ich habe irgendwie keinen Kürbis bisher gefunden. Habe noch eine Option aufgezeigt gekriegt. Mal gucken, ob ich der nachgehe. Da muss ich noch mal gucken. Hier Lemon Queen. Wieder Beinwell. Hier auch schon richtig schön. Ne? Da könnt ihr Jauche draus machen. Hat übrigens super viele geniale Eigenschaften. War das eine Himbeere? Ich bin mir gerade unsicher. Oder Stachelbeere? So, bei den Tomaten gehe ich mal absichtlich ein bisschen runter. Damit ihr ein bisschen die kleinen Pflänzchen von der Seite genießen könnt. Also ein bisschen Salat, ein bisschen Tomaten an dieser Stelle in diesem Beet und die Kapuzinerkresse. Ja, das sind so die Mischkulturen. Kann man noch Kräuter dazwischen tun oder wie auch immer, keine Ahnung. Seid kreativ, probiert aus. Oh, das Beet gefällt mir immer besser. Vor allen Dingen habe ich ganz unbewusst den Weg da so reingelegt, dass wenn man von da hinten kommt, einen direkten Weg hat, wie so eine Schlange. Ja, und hier vorne ist allerlei. Ne? Hier die Himbeeren habe ich ja verlängert. Bis da vorne, ja, hier Mangold davor. Hier habe ich auch Mangoldpflänzchen drin, kleine gelbe. Und dann hat sich tatsächlich noch ein bisschen was von ja, den Kartoffeln gezeigt. Das dürfte die rote Emily sein, die hat hier einen Platz gekriegt. Ansonsten ist hier vorne ganz viel, ach, da vorne auch noch. Da, schaut mal, so kann es gehen. Und da sehe ich sogar noch eine. Ja, super. Aber hier habe ich überall Erbsen zwischen. Also es wird noch ein ganz spannendes Gebiet, auch wenn ich da so die Rankhilfen dazu packe. Ja. Aber man kann schon sehen, also da ist so ein Grünstreifen, eine braune Malibe. Und hier vorne ist es auch noch besser geworden. Ich würde aber sagen, da bin ich jetzt ein bisschen gemein. Ich gehe jetzt an eine Stelle, die ich nach wie vor wunderschön finde. Jetzt im Moment haben wir auf jeden Fall roundabout 15 Uhr am Freitag.
Und der 19. Portaltage, ja, natürlich auch eins meiner Themen. Ich bin da sehr vielfältig. Aber hier sind wir beim Garten, keine Sorge. Wobei, man muss sagen, Mondphasen, ganz wichtig, habe ich ja angekündigt, dass ich da Acht drauf gebe. Und da passiert ganz viel mit mir. Ich wachse aber eher schon vom Körper her ganz tief rein. Also es hat was gemacht, mich gerade dieses Jahr da so ein bisschen rein zu knien. Und das hatte Auswirkungen auf alles. Ja, alles. Hier ist auch alles voll mit Pflänzchen. Ich bin mal gespannt, was hier alles kommt. Selbst hier vorne dann nochmal die Goldrute und ja. Wilde Karde wird immer größer. Königskerze. Also es wird immer voller. Ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Hier die ganze Ecke. Balance, Balance. Ich stehe auf der Bank und es ist super wackelig. Dann mache ich lieber hier weiter an der Stelle. Ja, und hier fängt das sogar schon an zu blühen, der Thymian. Och, wie schön. Und ich mag das ja reinzugreifen. Oh. Ja, Haptik, Gefühl. Richtig schön. Und dann. Oh. Das ist schon Heilung, wenn man es riecht. Ich will gar nicht aufhören. Naja, das ist so Privatsache, wie ich da so vorgehe. Hier ist eine Tomate drin, da ist eine Tomate drin, Königskerze und dann hier vorne noch Petersilie. Hier ist noch eine Tomate und da ist eine Tomate. Das müsste ich so getimt haben. Ich habe ja noch ein bisschen mehr stehen hier, die hier. Ja, also hier wird es noch ein bisschen was geben, wieder mit meinem Tomatensystem. Und also Seile, Steine so aus Schutt, diese roten, die ihr hier auch gesehen habt. Für jene, die das noch nicht kennen. Ja, und ich habe hier so ein bisschen wilde Tomate, Buschtomate und welche, die in die Höhe gehen. Und da passe ich mich dann im Wachstumsprozess an, wie ich das dann weiterführe. Also derzeit setze ich natürlich Prioritäten. Bisschen hier auch was fürs Bild. Gerade wegen Schrebergartenverein. Ja, das ist mir schon wichtig. Aber es klappt halt nicht immer so von den Kräften. Und ja, ich mache das Beste draus. Es geht auf jeden Fall weiter. Oh, diesen Blick, ne? Jetzt kann man schon erkennen, hier hat sich richtig was getan. Ja, also es geht hier weiter. Das Beet, da vorne, dort. Ja. Ja, überall in allen Ecken. Und ich war ordentlich am Sensen, vor allen Dingen hier. Hier darf ich aber noch ordentlich buddeln. Also da bin ich noch lange nicht befreit. Hier ist alles voll Gräser. Aber viele Stellen haben mir gezeigt, dass ich auf einem guten Weg bin insgesamt. Und ja, dass alles ein bisschen einfacher im Prozess wird und in den Gartenkreisläufen. Oh. Ja, ein großer Gewinn dieses Jahr aus den letzten Jahren. Was viele richtige Richtungen gegangen, andere Sachen dann nicht. Erkenntnisse schöpfen können und das dann hier immer wieder einfließen lassen. Genauso wie die ganzen Materialien. Es kommt eher Biomasse in den Garten, als anstatt dass es irgendwie rausfindet, gerade bei Totholz und so. Ne? Hier guckt ihr euch den Haufen an. Ja, und hier vorne das Beet, da kann man schon einiges sehen. Königskerze, Phacelia sehe ich, Sonnenblumen, Topinambur, Ringelblume. Das sind so die einzigen direkten Verdächtigen. Ich kann mich hier noch mal ein bisschen runterknien. Also hier sind auch noch andere Sachen. Hier haben wir den echten Bärlauch. Ja, da sind noch genug Pflanzen hier im Bäumchenversuch, in der Hoffnung, dass das ein Korkenzieher-Haselnuss ist. Ich liebe Korkenzieher-Haselnuss. Also wenn das hier mal irgendwie reinfinden könnte, dürfte, wäre es ein Traum. Und ja. Oh, ich darf so viel Schönes entdecken. Oh, da auch die schöne rote Sonnenblume. Da muss ich kurz mal hoch. Hier vorne, die habe ich geschenkt bekommen. Ja, wer den Waldschrat gesehen hat, da geht es um jemanden, der quasi mehr Waldschrat ist als ich. Wobei, wir könnten auch Geschwister sein. Ja, aber anderes Thema. Wir sind hier beim Garten. Und hier Insektentränke. Und zu dem Projekt, ich habe es ja schon so ein bisschen gezeigt, gehört auch ein Bienenhotel. Alles in Progress, da soll noch ganz viel passieren. Das sind so diese kleinen Projekte, die überall so im Garten verteilt sind. Und je nach Energien, Lust und Laune und entsteht da halt eben was. Also ich gehe halt gerne hier meinen Energien nach und so entstehen diese kreativen, schönen Geschichtchen. Also ich finde es schön, ja, muss euch nicht gefallen. So nur als Inspiration dienen, einfach mal irgendwas zu probieren, zu schrauben, zu hämmern. Ich bringe mir alles selber bei. Ich habe das vorher noch nicht gemacht. Ja, das Einzige war drüben im Bikepark. Ich habe ja so eine kleine, also ich habe Vergangenheit und bevor das mit dem Schrebergarten losging 2017,
habe ich da das erstmal ein bisschen geschraubt und gehämmert und war total begeistert, was man alles mit Holz und so anstellen kann. Klar, ich habe auch diese Prozesse in der Schule gehabt und natürlich auch im Elternhaus, im Kleinen, aber es ist überhaupt nicht vergleichbar mit, hier auch ein gutes Beispiel, der Foodsharing stand vorne. Mit solchen Projekten, die man da irgendwie umsetzt, wo schon ein bisschen Stabilität gefordert ist und lange Lebensdauer. Und wenn ich jetzt überlege, ich weiß gar nicht, habe ich das im zweiten Lebensjahr, im zweiten Gartenjahr gemacht? Das könnte sein. Und der hält immer noch. Bin total glücklich. Nimm mit, was du verbrauchst, lass liegen, was andere freut. Also ein Foodsharing-Stand in erster Linie, können aber auch andere Sachen geteilt werden. Ist auf jeden Fall erwünscht im Selbstverantwortungsbereich. Ah, guckt euch den Garten an. Ja, und wie ihr sehen könnt, mein Fahrrad ist auch wieder heil. Ich kann wieder Fahrrad fahren. Das war eine lange Durchstrecke. Hab da immer mal Räder geliehen und so. Ja, sollen wir weitermachen? Ich würde sagen, wir machen das einfach. Und ich werde hier weiter rumtingeln. So, wie weit sind wir hier vorne? Da vorne bin ich längs, da bin ich längs. Ja, einfach weiter. Also hier Kartoffelackereimer, damit wir mit schnell durch sind. Hier. Da ist einfach nur gesenzt. Ich lasse das liegen. Das hilft mir ein bisschen beim Prozess, die Sachen darunter besser rauszukriegen. Vor allen Dingen, wenn es dann mal regnet oder wenn man gießt, kann man auch mal rüber. Und dann ist das ein bisschen leichter rauszukriegen. Hier kommen überall die Kartoffeln schon durch. Also zu sehen, ich konnte sie nicht ernten, nicht zu Ende ernten. Hier gab es ja noch einiges. Deswegen, hier werde ich noch mal ein bisschen aufwühlen, vielleicht verteilen, tiefer setzen. Ich gehe da ganz intuitiv vor. Hier die Kehlsache überdenke ich, ob das hier Sinn macht. Ah, aber an sich war es eine coole Sache. Nur die Stöcker aufzutreiben ist echt schwierig. Ich brauche immer solche Stöcker. Und da habe ich doch Mangel. Deswegen muss man ein bisschen auf die Energien aufpassen, beziehungsweise Ressourcen auch des Gartens. Ja, hier nochmal wahrscheinlich so eine Butterblume. Oh, warte mal, Hahnfuß kommt mir gerade spontan in den Kopf. Ja, ihr wisst ja, ich habe Erinnerungsausfall, ist nach wie vor noch so. Aber es kommt so Stück für Stück zurück und das sind so die kleinen Freuden des Tages. Ja, überall gesenzt. Hier ist das eine Beet, das habe ich voll gemulcht. Da sollen einige Sachen reinfinden. An dieser Stelle tolle Sachen. Ich hoffe, das klappt dieses Jahr noch. Tabakanbau mache ich auch. Und der blaue Lotus. Da habe ich auch noch Interesse dran, dass ich das irgendwie umgesetzt kriege. Boah, hier ist das richtig voll. Aber schön, die Tiere da unten freuen sich. Da werde ich irgendwann mal schweren Herzens beigehen, aber so viel stehen lassen, wie es geht. Aber im Grunde genommen ist nur die Ecke hier interessant. Gerade der Spitzwegerich soll sich weiter verteilen. Ja, wenn man da mal in die Brennnessel langt oder so. Gerade für Besucher ist das die erste Rettung, die beste Rettung. Oder auch für Wunden. Ja. Ich habe auch noch den Breitwegerich hier irgendwo. Das sind so Sachen, die sollen sich gerne verteilen, aussehen. Ah, ich bin so glücklich. Das soll weg, ja. Das rate ich euch auch. Vermeidet sowas ab einem bestimmten Punkt mit Saatgut und so. Da habe ich mir doch, darf ich auch mal sagen, passiv unterwegs war oder in Abwehrhaltung. In Kommentaren gelesen, hier, pass auf, da kommt ganz viel nach und so. Ja, und ich habe mich nicht beirren lassen, trotzdem das gemacht. Und war auch alles cool, ich habe alles hingekriegt, aber man kann sich das Leben einfacher machen. Darum geht es letztendlich. Also es ist so halb-halb. Ja, das war an der Stelle hier. Ja, und hier sieht es trotzdem gut aus. Hier übrigens auch eine Akelei an der Stelle, fällt mir gerade ein. Wunderschön. So, im Garten vorne gibt es noch jede Menge, weil der Garten ist ja viel größer. Das ist hier so ein Bereich, ja, wartet auch noch Liebe. Aber läuft sich immer zurecht hier, also da mache ich mir keine Sorgen. Ist auch so hier, weil Brennnesseln dazwischen sind, das ist ja immer so ein Thema, Brombeeren. Aber es geht hier in dem Bereich überall so lang. Hier vorne dann immer noch so viel Portulak. Ja, und Feldsalat samt sich aus, also den lasse ich stehen, wo ich nur kann, damit der sich breit macht. Also es lohnt sich mit dem Feldsalat. Ja. Habe ich dann nicht geerntet zum Essen, lieber größer werden lassen. Hier ist alles voll. Guckt euch diesen Urwald an Portulak, Postulin auch genannt. Ich weiß noch nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist hier mit dem Saatgut, aber das sieht schon sehr nah danach aus. Ja, sehr cool, da werde ich mal ein bisschen drauf achten. Nebenbei werde ich mal so ein Blättchen naschen. Hier hinten gibt es nicht ganz so viel zu erzählen, außer hier vorne. Sieht natürlich schön aus, wenn es gegossen ist. Da trickse ich ja manchmal. Nein, tue ich nicht. Aber ab und zu ist mir das, dann denke ich, oh, die Reihenfolge ist besser, dann sieht das ein bisschen schöner aus. Aber ich stehe auch dazu, so wie es jetzt ist. Die Oberfläche ist richtig trocken, aber ja, trotzdem, ne? Tomate, Salat. Hier sind die Buschtomaten untergebracht. Hier ist mir das Dach weggeknickt, habe ich weggesammelt. Da stehen die Sachen.
Ja, das ist noch so ein Bereich, der wird auch weiter Liebe kriegen und dann mit der Zeit auch ein Dach. Im Moment tut das noch nicht so Not. Haben wir schönes Wetter, können glücklich sein. Ja, hier auch so ein Geschichtchen, da hätte ich gerne noch Tomaten drin. Habe hier auch an verschiedensten Stellen noch Pflanzen stehen. Die könnte ich euch ja mal direkt zeigen. Wir haben hier vorne, das sind Pflänzchen, die alle schon drin sind. Die sind über, werde ich verschenken, tauschen, was weiß ich. Richtig tolle Sorten bei, auch von euch da draußen. Ich weiß, da sind noch ein paar Zuseher dabei. Aus den Anfängen, die mir Saatgut geschickt haben, vielen lieben Dank, ich nähre bis heute davon. Ja, es ist ein Teil meines Saatgutsortiments und ich habe das auch in Ehren gehalten und versucht auch die Sorten, ja, wo ganz wenig noch da war, ja, zu erhalten und da weiterhin Saatgut zu haben. Hier das Beet, da habe ich ja die ersten Sachen ausgesät, aber es zeigt sich, ich habe noch nicht alle Topinambur raus. Hier ist überall noch Topinambur zwischen. Das könnten wir einen Strich durch die Rechnung machen. Aber das ist so fluffig. Ich hoffe, das kriege ich noch raus. Muss ich mal halt irgendeinen Tag beigehen. Selbst Portulak wächst da noch. Oh, ist das super. Genial. Ich dachte, der kommt gar nicht mehr. Ja, hier vorne nochmal zur Aufklärung. Radieschen. Da waren irgendwie Möhren zwischen. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Aber hier haben dann auch die Vögel gewühlt und nach Würmern gesucht. Ja, da vorne Spinat. Rote Gartenmelde. Das ist der Portulak. Und bei den Radieschen übrigens alle möglichen Farben. Hier vorne dreimal wieder Tomaten. Wobei die dritte sehe ich jetzt gar nicht. Doch, da ist sie. Mickrig klein. Da. Sie wurde einfach nicht größer. Hat jetzt mal den Platz gekriegt. Mal gucken, was da noch so kommt. Na, kommt hier eine Sonnenblume? Oh, das wäre ja schön an der Stelle. Ja, überall wird weiter aufgefüllt mit Totholz. Hab ja nicht alles gezeigt letztes Mal. Hier Weidenhöhle. Da soll noch was passieren, aber ne, ich muss Prioritäten setzen. Deswegen immer schauen, wo ich dann wie beigehe. Tomaten, Tomaten, Tomaten. Die anderen sind da vorne, da an der Stelle. Und da gehen wir doch mir einfach nochmal wieder hier runter. Und hier lang. So. Ja, und da habe ich hier an der Stelle noch, ja, ganz wunderbar. Das seht ihr auch immer, wenn die da noch drin sind. Denn fehlen die Sorten mir noch im Garten. Ich habe, glaube ich, mal durchgezählt. So 12, 13 sind das noch, wenn alle noch ihr Plätzchen finden. Ja, hier habe ich ohne Ende Mais drin. Ja, den lasse ich einfach keimen mit vollem Wasser. Hat viel zu viel Wasser gekriegt. Im Nachhinein fand ich das aber doch gut. Ich probiere das einfach mal so. Ja, lauter vorkeimende Pflanzen, damit die dann nachher vorne ins Beet können. Ja, das ist vorne beim Gartentor. Einmal in die Richtung geguckt. Ich gehe doch mal in die Richtung. Ja. Da steht noch das Stativ. Also das Beet da vorne, da sollen die nachher rein. Ich wollte eigentlich Kürbis mit rein haben. Ich hoffe, ich kriege noch einen. Aber ich habe mir gedacht, das kann man auch mit anderen Sachen noch kombinieren. Und warum nicht? Dann soll es vielleicht dieses Jahr nochmal so sein. Oh, habt ihr Lust aufs Kiholbeet? Gehen wir doch da gleich erst hin. So, ich bin gemein. Manchmal mag ich frotzeln. Heißt das so? Ich bin ein Halbbayer im Blute. Ja. Übrigens hier, das war auch ein ganz wichtiges Geschichtchen über den Winter und mit der Selbstvorsorge. Habe übrigens jede Menge Hornissen schon dieses Jahr gesichtet und Wildbienen, alles voll. Ja, warum zeige ich euch die nicht? Weil, ne, entdeckt man halt, wenn man mal irgendwo wühlt. Ich bin da gar nicht so nach, aber wir könnten gleich nochmal gucken, ob wir hinten die Wildbienen sehen. Ja, hier vorne wollte ich was erzählen. Super, super wichtig im Garten ist natürlich Wasser. Und ja, hier sind noch, der ist gefüllt, der ist noch voll, wenn das Wasser drin geblieben ist. Der ist leer, hier ist auch, leider hat es nicht gehalten. Mal gucken, ja, der ist leer. Nicht viel, unten eine Pfütze wahrscheinlich. Riesenholzlager, möchte ich überall noch was draus machen. Ich sortiere mich da noch zurecht. Dieses Jahr werden auf jeden Fall die Strukturen besser. Es fällt mir irgendwie alles leicht, was ich hier mache. Wirklich alles. Ja. Also klar, dass gewisse Sachen körperliche Kräfte erfordern und das Kraft abzieht, die ich vielleicht auch nicht habe. Aber es hier zu sein, dieses, es fühlt sich so gesund an, was das heute mit mir macht hier, ich habe das so gebraucht. Wenn das Leben mit einem Jojo spielt, dann hat das so seine Auswirkungen. Um mal Kraft zu kriegen, trotz lauter Rumrennerei, gestern war ich, weiß nicht, fast 20 Kilometer wieder zu Fuß unterwegs, obwohl ich eigentlich hätte gut liegen können von den körperlichen Kräften. Aber naja, ich bin froh, dass ich das alles gemacht habe, was ich gemacht habe. Es hat mich ja irgendwie hierher geführt. Oh, dieser Baum.
Ja, hier hinten jede Menge Sachen, die wachsen. Ich glaube, da vorne Knoblauchsranke, haben wir sie da? Ist sie das? Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Da habe ich hier ein paar, auf jeden Fall essbar, Salat etc. Ja, und hier wächst und wächst das. Hier darf gerne mal wieder gesenkt werden, so habe ich das eigentlich vor. Ja, die Sachen werden ja auch immer gerne mal genorzt. Ja, ein bisschen Bärlauch haben wir noch, auch fleißig geerntet, aber ne, ihr seht das, in Blüte, der darf sich gerne verteilen. Aber ich werde da demnächst noch mal zugreifen, solange er noch da ist. Er hat nämlich bald seine Zeit gehabt. Ist eigentlich noch Glück, dass ich was sehe, glaube ich. Bin mir da nicht immer ganz sicher, wann das soweit ist, auch mit dem Rhabarber vorne. So, und tingeln wir doch mal runter und gucken nach den Wildbienen. Muss ich natürlich gucken, wo ich hintrete, damit ich hier nicht abschmiere. So. Oh ja, hier ist ein bisschen was los. Vielleicht dürfen wir zugucken. Ich muss meine Energien bündeln. Das ist ganz, ganz wichtig, die Energien ein bisschen abzuziehen, in der Freude, in der Dankbarkeit, in der Demut und davon auch beobachten und ganz friedliche Tiere. Überall summt's, überall summt's. Ja, und die Vögel zwitschern. So schön. Richtig schöne Baumkronen überall. Ja, richtig Glück. So, gehen wir wieder hoch. Und wir haben ja vorne noch ein bisschen was. Gibt ja noch ein bisschen was. Ja, so sieht's hier aus. Hier ist so dieser Laubkompost. Da hake ich mal zusammen und bediene mich mal. Es landet noch überall in den Beeten. Ich habe da keine Scheu. Hier übrigens Gemüsebaum. Der soll dieses Jahr noch mal ein bisschen mehr Liebe kriegen. Auch Dünger habe ich mich nicht so richtig drum gekümmert. Aber dass er jetzt schon so schön aussieht, ja, ist mit Sicherheit auch meinen Energien so ein bisschen zu verdanken, weil ich habe auf jeden Fall mehr Liebe reingegeben hier in diese Ecke. Man kann es auch sehen, ein bisschen strukturierter. Ja, ach, ist schon schön hier. Ich freue mich auf die Monate, wo ich hier in kurzer Hose und T-Shirt liege. Wir haben ja hier in Nordfriesland durchaus pustigere Tage und dann ist das doch eine andere Sache. Gehe ich doch hier mal durch, habe da viele Möglichkeiten. Also wenn man hier in der Hängematte liegt, dann ist es durchaus ein bisschen kalt noch. Ja, trotz der schönen Temperaturen. Bei uns so für den Anhalt, ich glaube heute sollten 18 Grad sein, wenn ich mich nicht irre. So. So, weiter geht's, nach vorne wieder. Hier habe ich alles gezeigt. Nee, habe ich nicht. Ich habe noch was vergessen. Hier vorne wachsen noch schöne Akeleien. Hups, bin ich doch gestolpert. Ja, es gibt die ersten. Wie schön. Guck mal, ich habe ja verschiedene Farben und hoffe, das wird sich weiter vermehren, wenn man mich da Saatgut kriegt. Und sie sind ja auch natürlich selber nicht immer in der gleichen Farbe. Die Natur macht es ja gerne, wie sie es möchte. Ja, Akelei, es macht sich so langsam breit hier. Brennnessel muss nicht sein, die hole ich noch raus. Ja, und hier vorne überall so ein bisschen, was habe ich schon gesehen? Ne, hier sind sie nicht mehr. Aber hier haben wir auch noch eine. Die dürfen sich breit machen. Oh, spannend, spannend, spannend. Ja, hier muss ich mich immer ein bisschen ducken in der Ecke. Mache ich aber gerne. Ist so ein bisschen Höhlenfeeling. Ja. So. Schauen wir uns hier nochmal um. Nö, gibt es nichts mehr zu zeigen. Macht sich langsam. Auch der hintere Bereich wird wohnlicher. Wurde auf jeden Fall dieses Jahr schon gegrillt. Habt ihr vielleicht vorhin schon das Geschirr so ein bisschen gesehen? Ich muss nochmal abwaschen. Wobei die groben Sachen sind schon. Ein paar Sachen sind auch schon sauber. Ja, hier auch Holzlager. Ich sammle ja fleißig. Möchte auch ganz gerne nochmal den Bunker reparieren. Mit dem Dach und so weiter. Da ist so einiges anders, vor allem hier vorne. Aber ich würde sagen, wir gehen mal, wie sich's gehört, gegen Uhrzeigersinn. Hier lang, hier vorne das Abteil, muss ich letztes Mal schon vorgestellt haben, mit Spinat, Zwiebeln und so weiter, Lauch. Also hier hinter auch noch versteckt, der Spinat größer geworden. Hier vorne habe ich frei gemacht. Hier habe ich eine Stufe eingebaut. Jetzt
Jetzt komme ich hier so ein bisschen leichter rein. Das gefällt mir sehr gut. Bisschen tiefer, bisschen altersgerechter. Ja, was ist hier drin? Kohl und Kohl. Müssen wir jetzt nicht näher ran. Kleine Pflänzchen. Vielleicht mache ich gleich noch eine Nahaufnahme, aber jetzt jede Pflanze einzeln nicht wichtig. Ich habe den Kohl gerade auch schon benannt. Das ist so ein Geschichtchen. Nochmal zurück. So, damit ich auch alles raufkriege. Rote Gartenmelde, habe ich den Kohl schon gezeigt. Ja, Zwiebeln en masse könnt ihr überall sehen. Dicke Bohne, Wirsing. Hier vorne sind Möhren drin. Da habe ich nochmal eine Reihe Erbsen gemacht. Dort eine Tomate, dementsprechende Freilandtomaten, die ja Eigenschaften mitbringen, die hier sehr interessant sein könnten. Ich meine, da habe ich eine wilde Tomate drin und da habe ich eine Buschtomate oder so. Können auch beide wild sein, also die wilde Johannisbeere. Eine Top-Tomate kann ich nur empfehlen, richtig gut. Ja, hier vorne noch eine Reihe Möhren. Ich weiß gar nicht mal, was hier war, da ist irgendwas versteckt. Oh ja, genau. Ach ja, das ist die gerade benannte Tomatenpflanze. Ich habe gar nicht richtig hingeguckt. Da habe ich noch eine Zucchini. Hier sind ja noch die Zwiebeln drin. Da haben wir ja noch Feldsalat. Dort ja noch ein Wirsing. Da Blutampfer. Da auch noch mal rote Gartenmelden, wenn ich gerade schon erwähnt. Ja, und da vorne, ja, rechts von euch, komme ich dann da hin. Ja, ich habe es ja hier so ein bisschen einfacher gemacht zum Rumtouren. Das geht gerade schon ganz gut auf. Hier noch nicht, da bin ich noch nicht fertig. Hier die Stelle habe ich schon aufgemacht. Ja, ich darf segeln. Ah, weil es nass geworden ist, hat sich's gewellt. Okay, vielleicht drehe ich das nochmal um. Es war gestern richtig schön stabil, die ganze Geschichte hier. Aber wer weiß, vielleicht gibt er auch nach mit der Zeit. Ich bin ein alter Pirat. Aus früheren Leben natürlich. Hier die Tomaten. Da, da und da. Ja, und die dann zum Anbinden bzw. wieder mit meinem Seilsystem. So wie ich das halt jedes Jahr mache. Ihr kennt das, die meisten auf jeden Fall. Alle anderen ansonsten mal ein bisschen stöbern gehen oder geduldig sein und sich überraschen lassen. Ja, hier vorne sind wir schon durch. Kompost kann noch ein bisschen Liebe gebrauchen. Wie gesagt, hier ist noch der Feldsalat, der sich aussieht. Hier ist nur noch vereinzelt was, auch mal eine Ackerwinde. Ja, und hier darf es halt überall noch ein bisschen schöner werden. Oh, und begehbarer. Ja. Ja, es kommt mit der Zeit. Jo, hier vorne habe ich noch ganz, ganz viel guten Kompost. Ich freue mich, das wird auch noch verteilt. Wo ich stehe, hier habe ich schon mal ein bisschen Brennnesseln rausgerupft. Hier ist der Haufen. Vielleicht wird das noch für die Jauche angesetzt. Muss ich mal gucken, mache ich alles spontan. Wird aber bald mal Zeit. Geht aber dann auch ratzfatz. Mit Urgesteinsmehl und effektiven Mikroorganismen, sofern ich das alles noch habe. Ja, so sieht's aus. Also überall warten noch Pflänzchen, zu Hause auch noch auf dem Balkon. Ist alles am Wachsen hier. Ihr könnt gespannt sein. Es wird genauso weitergehen. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffe. Vielleicht ist es wirklich diese Freude an allem und diese Zeitlosigkeit, wenn ich hier im Garten rumtingel. Ach, hier zu meinen Füßen noch. Die wilde Karde. Ja, drei Pflänzchen und da versteckt sich auch noch eine Kronlichtnelke. Die werde ich noch weitergeben. Ja, wie gesagt, ich werde mich noch äußern. Das kann ich jetzt am Ende dann nochmal sagen. Bleibt bitte noch dran, ein, zwei Worte, gesteht mir die noch zu. Bis hierhin habt ihr es geschafft, das schafft ihr auch noch. Ich werde mich noch äußern, aber alles zu seiner Zeit. Ich gehe meinen Grundstrukturen nach. Für all jene, die das nicht mitgekriegt haben, ich hatte letzten Monat einen Schlaganfall. Aber ganz ehrlich, das war das Mildeste von dem, was ich danach die Wochen erlebt habe, bis heute. Von daher, eins nach dem anderen, gebt mir Zeit. Hat alles seine Gründe. Ja, ich würde sagen, das reicht. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Der Kopf ist leer, mehr weiß ich nicht. Ich freue mich, dass ihr weiterhin dabei seid, dass das Ganze hier wachsen darf. Bleibt im Licht und in der Liebe. Ja, herzzentriert, ganz wichtig in der heutigen Zeit. Menschlichkeit aufrechterhalten. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Lars.